Doch sicher, wenn das der Ton ist, ja? Ton ist gut. Hallo, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sind wir online? Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. So, meine liebe Schwester, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie viele Leute sind hier? Kommen langsam welche, inshallah. Ist das live? 9 Leute? Was geht denn hier ab? Kann doch gar nicht sein. Leute, drückt mal auf Like. Inshallah, drück mal auf Like. Drück mal auf Like, damit mehr Leute kommen, ja? Inshallah. Und teilt den Beitrag mal, inshallah. Damit wir so viele Brüder und Schwestern und Nicht-Muslime wie möglich erreichen. Wo kommt ihr denn her, ihr Neuen, die jetzt da sind? Aus welchem Land? Aus welcher Stadt? Das ist komisch, gibt keinen Kommentar, gar nichts. Es läuft irgendwas schief. Hä? Wo bist du dann? Du bist doch bei YouTube. Ja. Nein, nein, wir sind bei 181 da oben. 181, jetzt geht's endlich los hier, Alhamdulillah. Ja, Salam Aleikum, Abu Mahad, ich war lange nicht mehr online. Dann Emil Kara Mustafa, Amal, Hawas Abu Isa, Salam Aleikum, Somalia, Salam Aleikum. Skawaran, wie geht es Ihnen? Alhamdulillah, mir geht es sehr gut. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Libanon, ah, ahlan bil Lubnanin. Frankfurt, Türkei, mashallah. Alatan Bashka Ilayok. Pipo Capanella aus Niederaußen. Bonjour ist ja morgens, das ist nochmal abends. Buonasera, alhamdulillah. Griechenland, mashallah. So viele Leute, ah, es wird immer mehr, alhamdulillah. Auf jeden Fall. Deswegen, weil wir jetzt schon so viele sind, wollte ich zu euch sagen, Salam Aleikum. Salam Aleikum. Hier, ich wollte euch winken. Hier, winken wollte ich euch. Fällt euch was auf, jetzt wo ich winke? Fällt euch was auf? Oder jetzt, guck mal, ich winke jetzt. Jetzt lasse ich die Hand langsam runter. Nochmal hier, ich winke. Und jetzt lasse ich die Hand langsam runter. Was macht man, wenn die Hand langsam runterfällt? Was? Wenn man die Hand langsam runterlässt, schließt man sie langsam. Wenn man die Hand schließt, dann geht der Daumen so ein bisschen nach da. Vorgestern, liebe Geschwister, bin ich im Supermarkt an den Zeitungen vorbeigegangen. Und dann steht dann in der Bild-Zeitung, wo sonst, deswegen der Vortrag heißt ja auch übrigens Erdogan und die sieben Zwerge. Ich erkläre gleich, wer die sieben Zwerge sind. Erdogan ist einer der mächtigsten Männer der Welt und die sieben Zwerge sind die sieben Zwerge, die sich gerade darüber aufregen. Unter ihnen Cem Özdemir, unter ihnen die Bild-Zeitung und die anderen fünf braucht man nicht zu erwähnen. Es gibt bestimmt sogar noch mehr Zwerge. Aber heute haben wir nur sieben Zwerge genannt. So machen wir das Thema interessant. Auf jeden Fall, dann steht da groß drauf, Erdogan verhöhnt Deutschland. Mit Islamistenzeichen. Und ich hab nur das Bild gesehen und sehe, die Hand ist aus dem Auto und er winkt aus dem Auto heraus. So, ja. Und ich denke, hä? Sind die total bekloppt geworden? Was für Islamistenzeichen? Sind die jetzt total irre? Auf jeden Fall, dann habe ich mir die Zeitung gekauft. Haben die auch was erreicht, ja, dass ich die gekauft habe. Und, aber man muss sich ja mal vorstellen, was das für eine Wirkung hat. Weil die Deutschen können es überhaupt nicht leiden, wenn man sie nicht respektiert. Oder nicht nur die Deutschen, sondern die wenigsten Menschen können das leiden. Ja, er verhöhnt Deutschland. Oder welches Wort sie genau benutzt haben. Man muss sich vorstellen, was ist die Verhöhnung? Und dann liest man dann dadurch, ich wusste gar nicht, was sie meinen. Und die zeigen diese Hand, ja, aus dem Auto. Und ich denke, was ist jetzt das Islamistenzeichen? Der winkt aus dem Auto hier. Der winkt. Auf jeden Fall. Was steht dann am Ende dort?
Am Ende steht dort, dass er das Islamistenzeichen von Rabi al-Adawiyya, das Rabi, das kommt von vier, al-Adawiyya, das ist der Platz in Medina Nasser in Kairo, wo Tausende, es gibt offizielle Zahlen und inoffizielle Zahlen, von friedlich sitzenden Demonstranten vom ägyptischen Militär im Sommer 2013 abgeschlachtet worden sind. Ja? Und sie wollen jetzt sagen, er hat damit dieses Zeichen gemacht. So, erstmal, wenn ich dieses Zeichen machen will, was machen, dann mache ich so. Um das klarzustellen. Und nicht so. Und zweitens, wen verhöhnt, wo wird hier Deutschland verhöhnt? Wem soll er dieses Zeichen geben? Wenn jemand beispielsweise einen Stinkefinger zeigt, dann muss das ja irgendeinen Zusammenhang haben. Dann will jemand mit dem Stinkefinger jemand etwas sagen. Aber so ist das hier immer. Aber gerade bei der Bild-Zeitung. Als wir solche Bilder gemacht haben, hieß das der ISIS-Finger. Und die Leute sind natürlich so doof, die glauben das auch noch. Und dann haben wir Bilder gepostet von Ronaldo und von allen möglichen Leuten, die mit einem Finger so stehen und ein Foto machen. Das war der ISIS-Finger. Und plötzlich kannst du kein Foto mehr machen, weil die Menschen so Gehirn gewaschen haben, ja, dass die Leute wirklich glauben, damit hast du jetzt deine Sympathie zu ISIS bekundet. Weil du den ISIS-Finger gezeigt hast. Das hat überhaupt nichts mit ISIS zu tun. So. Auf jeden Fall, er hat einfach nur aus dem Auto gewunken. So, wen will er, nehmen wir mal, ist sowieso verdreht von vornherein. Aber wem würde er denn hiermit etwas sagen wollen, in Deutschland, bei einem Staatsbesuch, mit dem Zeichen von Rabi al-Adawiyya? Ist der gerade an einer Kolonne von Ikhwan Muslimin vorbeigefahren? Wollte sagen, hier, ich bin für euch? Die Bild-Zeitung sagt ja, der wollte Deutschland damit verhöhnen. Aha. Also Deutschland fühlt sich verhöhnt, wenn man mit diesem Zeichen, was er gar nicht gemacht hat, wenn er es gemacht hat, wäre gut. Hier, ich mache dieses Zeichen. Solidarität mit den Opfern von Rabi al-Adawiyya. Es wäre schön, wenn er das Zeichen, der soll das Zeichen machen. Ja? Aber es gibt gar keinen Grund dazu. So, und wo verhöhnt er Deutschland damit? Ist Deutschland das ägyptische Militär? Wenn ich an dem ägyptischen Militär vorbeifahren würde und zeige denen dieses Zeichen. Oder Präsident Sisi kommt vorbei nach Deutschland und dann stehen Leute dort und zeigen dieses Zeichen und verhöhnen sie den Präsident Sisi. Aber du kannst doch in Deutschland keinen verhöhnen, weil du dieses Zeichen machst. Das ist der pure Schwachsinn. Und das ist etwas, worüber ich mich aufrege. Aber, liebe Geschwister, warum rede ich darüber? Rede ich einfach darüber, um das zu berichten? Ich möchte euch dafür sensibilisieren und auch die Nichtmuslime, die diesen Vortrag mitbekommen, wie wir hier für doof verkauft werden. Ich bin selber ein Deutscher. Ich bin hier aufgewachsen. Ich kann die Gefühle der Deutschen vollkommen nachvollziehen. Und wenn ich an diesem Tag, damals, wenn mir die Zeit, wenn ich jetzt, wo ich bin ja mit 22 Muslim geworden, wenn ich zur damaligen Zeit, wo ich noch kein Muslim war, an den Zeitungen vorbeigegangen wäre und ich hätte gesagt, wir lesen, Erdogan verhöhnt Deutschland oder hier verhöhnt er Deutschland, dann hätte ich das als Beleidigung empfunden. Das ist pure Hetze. Das ist pure Hetze. Und was müssen wir dagegen tun? Wir müssen die Menschen aufklären. Wir müssen die Menschen aufklären. Deswegen wollte ich auch schon vor längerer Zeit einen Vortrag machen über dieses ganze Thema, den arabisch-libanesischen Großfamilien. Weil da auch so viele Fakten verdreht werden. Ja? Da wollte ich auch drüber reden. Weil es ist unsere Pflicht, liebe Geschwister, wenn jemand Unrecht geschieht, selbst wenn er ein Nicht-Muslim ist, uns für ihn einzusetzen. Und gerade wenn das bei uns vor der Tür passiert. Und Worte, liebe Geschwister, sind oft schlimmer als physische Gewalt. Worte sind
Worte sind oft viel, viel schlimmer, liebe Geschwister. Der Prophet, Friede und Segen mit ihm, der wurde im Dschihad verletzt. Der wurde im Dschihad verletzt. Es gibt keine Stelle im Koran, wo Allah zum Propheten sagt, es soll dich nicht traurig machen, dass sie dich verletzt haben. Aber es gibt viele Stellen im Koran, wo Allah zum Propheten sagt, das, was sie sagen, soll dich nicht traurig machen. Die Worte, die sie aussprechen, soll dich nicht traurig machen. Ich wollte euch nochmal sagen, liked bitte diesen Beitrag und teilt ihn, damit wir so viele wie möglich erreichen, inshallah. Ja? Das heißt, diese Worte sind oft sehr gefährlich und sehr schlimm und tun weh. Und deswegen müssen wir, wenn wir sehen, jemand geschieht Unrecht, müssen wir uns dafür einsetzen. Müssen wir die Leute aufklären. Ich hatte zum Beispiel am selben Tag, als ich die Zeitung gekauft habe, hatte ich direkt eine Diskussion gehabt und habe erklärt, was das für ein Schwachsinn ist, dass überhaupt gar keinen Sinn ergibt, dass die hier nur Blödsinn erzählen, direkt am selben Tag. Und das ist wichtig, damit die Leute sensibilisiert werden dafür, dass sie hier für blöd verkauft werden. Ja. Auf jeden Fall, hiermit wollte er angeblich Deutschland verhöhnen. Und wenn wir so etwas sehen, jetzt für die Nicht-Muslime, die dabei sind, wenn wir sehen, dass hier so offensichtlicher Schwachsinn gelabert wird, was denkt ihr dann, was mit anderen Dingen ist, liebe Nicht-Muslime, die euch über Erdogan oder über den Islam oder was auch immer erzählt werden? Erdogan ist ein islamistischer Diktator, wird gesagt. Okay, ein islamistischer Diktator. Okay, kein Problem. Okay, was ist ein Diktator? Was ist das für dich? Stell dir mal die Frage, was ein Diktator ist. Was stellst du dir unter einem Diktator vor? So wie Adolf Hitler? Wo jede Meinung unterdrückt wurde? Komisch, es gibt immer noch oppositionelle Zeitungen in der Türkei. Wo genau das durchgeführt wird, was ich mache und nie keine andere Meinung. Pass auf, ich gebe euch einen Lackmustest, wo ihr entscheiden könnt, ob Erdogan, jeder Deutsche kann es rausfinden, wenn er die Wahrheit will, jeder Nicht-Muslim, ob Erdogan ja ist. Und guck mal, mir geht es hier gar nicht um Erdogan, ob ich ein Fan von dem bin. Und ich bin kein Fan von ihm. Mir geht es um Gerechtigkeit. Guck mal, ich gebe euch einen Lackmustest. Ihr könnt selber herausfinden, ob Erdogan ein islamistischer Diktator ist. Wisst ihr wie? Fliegt man in die Türkei in Urlaub. Und dann guckt ihr mal am Atatürk-Flughafen, ja, was ihr dort kaufen könnt. Alkohol, Musik, überall laufen Frauen ohne Kopftuch herum. Das heißt, entweder Erdogan ist nicht islamisch oder ist kein Diktator. Eins von beiden. Das heißt, es ist ganz einfach. Aber das Problem ist, die Leute wollen ja einen Feind haben. Oder manche Leute wollen einen Feind haben. Flieg in die Türkei, bevor du Quatsch erzählst. Schau es dir an. Flieg in die Türkei, an den Flughafen und am Flughafen schaust du, was dort ist. Wenn es dort Alkohol gibt, wenn da Frauen ohne Kopftuch rumlaufen und so weiter, dann ist er entweder nicht islamistisch oder kein Diktator. Denn ein islamistischer Diktator würde auf jeden Fall sofort die Alkoholbuden schließen, das Schweinefleisch verbieten, die Frauen Kopftuch anziehen. Ein islamistischer Diktator. Nenn mir mal einen islamistischen Diktator. Nenn mir mal einen, der es zulässt, dass es in seinem Land Alkohol gibt. Entweder ist kein Diktator oder ist kein Islamist, eins von beiden. Das heißt, dieses ganze Gelaber ist der pure Schwachsinn. Aber das Problem ist ja, dass man solche Zwerge hat, wie zum Beispiel Cem Özdemir. Ja, ja, es ist, mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil es einfach ein Wichtigtuer ist. Das ist ein Mensch, der sich profilieren will, jetzt ist ein Erdogan gekommen, jetzt kann ich einen auf ich bin der gut integrierte Deutsch-Türke machen. Es ist wirklich traurig. Übrigens, es ist nicht typisch, ich muss Shirin Alpi sagt, typisch Deutschland, alles glauben, was die Medien, es ist nicht typisch Deutschland. Das ist typisch Mensch. Als ich in Ägypten gewesen bin,
Da haben die Menschen noch mehr Schwachsinn geglaubt, der in den Medien verbreitet wurde. Und das sage ich ganz klar. Damals über Mohammed Mursi. Ihr müsst euch vorstellen, als ich damals da gewesen war, da gab es eine Heuschreckenplage. Und da sind diese ganzen Leute rumgelaufen, die gegen Mursi waren, haben jetzt, seht ihr, Mursi ist an der Macht und wir haben eine Heuschreckenplage. Die Leute waren draußen am Demonstrieren, weil sie keinen Job hatten. Ich bin einmal einer Demo vorbeigegangen von Anti-Mursi-Leuten. Ja? Und da habe ich gesagt, ja, hallo, Salam alaikum, ana min Almania. Ana uridu an arif, limada tatadhaharun huna. Das heißt, ich komme aus Deutschland, warum macht ihr hier Demonstration? Warum? Dann sagt er eine, Al-Ikhwan afsadul balad. Die Ikhwan Muslimin, die haben das Land zerstört. Sag ich, ah, die haben das Land zerstört, okay. Kannst du mir vielleicht einige Details nennen? Und ich wollte das aufschreiben. Kannst du mir einige Details nennen? Ist er gegangen. Kein Argument hat. Der Nächste kommt und sagt, guck mal, ich habe in der Universität abgeschlossen und ich habe keinen Job. Deswegen demonstriere ich gegen Mohammed Mursi. Da habe ich gesagt, okay, vor 2 Jahren war Mubarak an der Macht, hattest du da einen Job? Dann sagt er, nein. Ja, damals... Das Benzin hat gefehlt, weil die Leute, die das Benzin in der Hand hatten, kein Benzin gegeben haben. Da waren lange Schlangen dort, 5 Kilometer Schlangen an der Tankstelle, um Benzin zu bekommen. Und dann kommen die Medien und erzählen, Mursi ist daran schuld und die Leute haben es geglaubt. Das heißt, das hat also nichts mit Deutschland zu tun. Das hat nichts mit Deutschland zu tun. Sondern das ist leider etwas, was menschlich ist. Es ist bescheuert, aber leider gibt es viele Menschen, die sich durch die Medien manipulieren lassen. Und deswegen muss ein Muslim kritisch denken. Subhanallah. Die Leute sagen immer, ja, diese Salafisten, wir sind übrigens keine Salafisten, wir sind Muslime. Nur mal so nebenbei. Dieser Begriff, der wurde nur dazu erfunden, um die Muslime zu spalten. Ja, nur mal so nebenbei. Wir Muslime und gerade ich und Prediger, sage ich jetzt mal, die mit mir zusammen sind. Wir sind Leute, die Muslime zum kritischen Denken auffordern. Die ganze Salafi Manhaj ist eine Bewegung, die zum kritischen Denken auffordert. Nämlich zu schauen, ist das, was ich praktiziere, wirklich Islam? Oder ist das, was ich praktiziere, etwas, was mir kulturell weitergegeben wurde und eigentlich mit dem Islam nichts zu tun hat? Klassisches Beispiel Ehrenmord. Klassisches Beispiel, Zwangsheirat. So sieht die Sache aus. Wir müssen alles kritisch prüfen. Dazu ruft uns der Koran auf. Schaut mal, was der Koran sagt, liebe Geschwister. Ja, eyyuha alladhina amanu. O ihr, die ihr glaubt. Das heißt, Allah ruft uns beim Namen Gläubige. In ja'akum fasikum bin naba'in fattabayyanu. Wenn ein Fasik zu euch mit einer Kunde kommt, dann vergewissert euch. Antusibu kaumen bi jahalatin, fatusbu ala ma fa'altu nadimin. Das heißt, damit ihr ein Volk, das heißt das Volk, über die etwas Schlechtes geredet wurde, dass ihr die durch Unwissenheit, weil das ist eigentlich Unwissenheit, ihr habt eine Information bekommen, die nicht dem Wissen entspricht, und macht etwas und dass ihr das danach bereut. Das heißt, bevor man handelt, bevor man etwas macht, muss man sich erstmal vergewissern. Und deswegen mein Aufruf, was wir als Muslime zu tun haben, ist erstens, dass wir kritisch denken. Dass wir kritisch denken. Nicht alles sofort akzeptieren, was uns erzählt wird. Wenn wir wissen, etwas ist von Allah, müssen wir es dann hinterfragen? Nein, dann müssen wir es nicht hinterfragen. Wir können schauen, was die genaue Bedeutung davon ist, ja? Was genau Allah damit gemeint hat, aber wir glauben, dass das, was Allah gesagt hat, im Koran stimmt. Wenn wir wissen, ein Hadith ist authentisch, es gibt ein Ijma, einen Konsens. Der Prophet sagte, La tajtami ummati ala dalal. Meine Umma kommt nicht auf einem Dalal, auf einem Irrweg zusammen. Wenn wir wissen, etwas ist authentisch überliefert worden vom Propheten, wenn wir wissen, etwas ist vom Koran authentisch überliefert worden, von den Worten Allahs,
dann brauchen wir das nicht zu hinterfragen. Aber was wir hinterfragen ist, was die Bedeutung davon ist. Ich habe da vor kurzem, subhanallah, musste sich auch wieder jemand wichtig tun. Da sagt er, lesen wie ein Salafist. Ja, und dann fängt er an, von Sarrazin zu reden. Er bringt aber kein einziges Beispiel, wo Sarrazin was falsch gemacht hat. Das haben wir gemacht. Und dann sagt er, ja, der liest wie ein Salafist, nur oberflächlich. Schau mal, schaut euch meine Vorträge an und dann schaut, über welche Themen wir gesprochen haben. Ja? Und dann schaut, ob wir einfach nur oberflächlich irgendein Koranvers aus dem Kontext nehmen. Die ganzen Leute, die heute davon reden, ja, gegen Terrorismus reden, und wir sind gegen Terrorismus, die benutzen meine Argumente, die ich vor 10 Jahren in einem Vortrag in Ingolstadt vorgebracht habe. Vor meinem Vortrag in Ingolstadt, jeder Islamvertreter, der im deutschen Fernsehen gekommen ist, die Leute, ich rede von Islamvertretern, vor allen Dingen die, die heute gegen uns reden, ja, haben sie gesagt, ja, Allah sagt im Koran, wer auch nur eine einzige Menschenseele tötet, so ist es so, als wenn er die ganzen Menschen getötet hat. Wenn wir den Kontext dieses Verses anschauen, sehen wir, dass das eigentlich ein Vers ist, der sich auf Bani Israel bezieht. Das heißt, die sind hier oberflächlich. Danach, als ich den Vortrag gemacht habe und die Verse, die von den Terrorbefürwortern genommen werden, widerlegt habe und gesagt habe, man muss diese Verse im historischen Kontext betrachten, dann fingen sie alle an zu erzählen, ja, man muss das im historischen Kontext betrachten. Wir sind die Ersten, die dagegen gesprochen haben. Das heißt, Leute wollen sich profilieren, unseren Namen durch den Dreck ziehen, ja, indem sie sich selber als die Guten darstellen. Genau wie dieser Cem Özdemir mit Erdogan. Ja. Ein Nichtskönner, versucht jetzt durch Erdogan sich etwas wichtig zu tun. Ja. Wie gesagt, auf jeden Fall, liebe Geschwister, nochmal, was ich euch nochmal sagen wollte, ist, haltet am Seil Allahs fest, nehmt diese Lehren aus diesem Vortrag, wenn zu euch eine Kunde kommt, vergewissert euch, nehmt diese Lehre, seid immer gerecht, das ist das, was wir immer wissen müssen, dass wir demjenigen Unrecht geschieht, selbst wenn er ein Nicht-Muslim ist, dass wir dem helfen müssen, weil es geht um Gerechtigkeit. Merkt euch diese Worte und andere Worte, die ich hier gesprochen habe, und klärt die Menschen auf, denn viele Menschen wissen nicht, was die Wahrheit ist. Es ist leider wirklich traurig und eine Schande, wenn man sieht, dass über einen Muslim gelabert wird, Schwachsinn erzählt wird, dass dann Muslime dort stehen und auch noch mitmachen, nur weil sie hoffen, dann gut gefunden zu werden. Anstatt zu sagen, hör mal zu, das, was du gehört hast, stimmt aber nicht, ist gar nicht so. Okay, meine lieben Geschwister, das war es erstmal für heute. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Ja, genau, ist ein Nichtskönner. Möge Allah mich besser machen und denkst mir verzeihen, was du nicht kennst. Was wird gar nicht wie das arabische Rain gesprochen? Erdogan? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich möchte... Ja, wir sind hier keine Heiratsvermittlung. Und wenn du hier die Seite zuspammst, wirst du gleich blockiert für die Seite. Ja? Man muss hier nicht 25 Mal reinposten, ich möchte heiraten. Wir sind keine Heiratsvermittlung. Salahaddin, möge der dich lieben, für den du mich liebst. Allahumma ak, amin wa ayyak. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buddha wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und dann wollte ich noch sagen, die Leute, die etwas schreiben, sollen immer vorsichtig sein, weil manchmal schreiben sie vielleicht etwas und wir empfinden das als eine Beleidigung uns gegenüber und sie meinen damit eigentlich etwas ganz anderes. Deswegen seid da bitte immer präzise. Wann ich nach München komme? Keine Ahnung. Ich war vor 2 Monaten in München. Was sagst du zu der neuen Moschee in Köln? Welche neue Moschee? Danke. Danke gleichfalls. Was noch? Wenn ich wieder nach Ingolstadt komme, mal gucken. Inshallah. Möge Allah mich besser machen, als du denkst, mir verzeihen, was du nicht kennst. Sieh. Mashallah. Jazakallahu alfa khair. Alhamdulillah. Ala ni'mat al-Islam. Allahumma salli wa sallim. Ala nabiyyina Muhammad. Wa ala ein bisschen schnell. Salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam aus Hildesheim. Wa alaikum salam. Zurück nach Hildesheim. Wann kommst du nach Berlin? Ich hoffe bald. Ich plane schon so lange, nach Berlin zu kommen. Man kommt nach Stuttgart, ich hoffe bald, plane ich auch schon sehr lange dahin zu kommen. Nach Hamburg, das wird wahrscheinlich erstmal nichts werden. Erdogan macht immer diese Rabia-Zeichen.
Wenn das Arabia-Zeichen gewesen ist, Alhamdulillah, noch besser. Noch besser. Aber dann ist es immer noch keine Verhöhnung von Deutschland. Oder will Deutschland sagen, sie sind auf der Seite vom Massenmörder Sisi? Da gab es übrigens nicht so viel Hetze wie gegen Erdogan. Okay, liebe Schwester, das war's dann. Bis dann. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.